Herzlich willkommen und grüße euch bei einer neuen Folge von Wienerlied Wissen kompakt. Heute geht es darum, was ist ein Wienerlied, was ist ein Wienerlied in der Volksmusik. Die Wienerlieder sind eigentlich entstanden aus der ländlichen, traditionellen Volksmusik, zum Großteil. Viele Einflüsse kamen dann aus dem slawischen Raum, viele Einflüsse aus Oberösterreich und der Steiermark. Und das waren diese drei großen Gebiete, die da eigentlich zusammengetroffen sind. Es war ein bisschen etwas Ungarisches, Zigeunerisches auch dabei, eindeutig. Die haben die sogenannte Zigeunermoll eingebracht. Obwohl eigentlich, wenn man sie betrachtet, die Wiener Musik eine komponierte Musik ist, im Gegensatz zur tradierten restlichen österreichischen Volksmusik. Es gibt ganz wenige Stücke, die nur mündlich überliefert sind, beziehungsweise auch die wurden schon relativ zeitig in Wien irgendwann niedergeschrieben. So die ältesten Lieder waren bereits um 1820, dass die schon aufgeschrieben worden sind, und das ist sehr, sehr früh eigentlich gewesen. Bei der Wiener Musik dann später kam dazu der Einfluss durch andere Musik, durch die ganze ernste Musik, würde man heute sagen, oder sagen wir die klassische Musik dann im 19. Jahrhundert hat sehr große Einflüsse genommen auf die Wiener Musik. Schubert zum Beispiel, Beethoven und so weiter. Diese Komponisten haben einen Einfluss auf die Wiener Musik gehabt und auch auf diese sogenannten, die dann später entstanden sind, die Wienerliedkomponisten, zum Beispiel ein Karl Lorenz, der eigentlich der erste Komponist war, wo man so sagen kann, das ist ein typisches Wienerlied, wo in Dur beginnt, ein bisschen über Moll ist, ein paar verminderte Harmonien öfters verwendet werden. Das war eigentlich so mit Karl Lorenz das erste Mal, so um 1860, 1870 dann herum. Später dann durch einen Franz Paul Fiebrich und einen Rudolf Kronecker, vorher auch noch Wilhelm Wiesberg, Johann Sioli und auch natürlich durch die Familie Schrammel. Johann und Josef Schrammel, die beiden Brüder, die haben beide nämlich klassische Geige studiert in Wien und haben da natürlich ihre Einflüsse auch in die Volksmusik einfließen lassen. No, na, ist einfach so. Und so ist es dann immer weitergegangen, eigentlich bis ins 20. Jahrhundert hinein hat das Wienerlied immer die Einflüsse aufgesogen und irgendwo eingebaut. Immer wieder verwendet, immer wieder auch mit diesen traditionellen Melodien, die 200, 300, 400 Jahre alt sind, 500 Jahre vielleicht sogar der Ursprung ist, kam immer etwas anderes dazu. Und es, wenn neue Stücke geschrieben wurden, waren sie immer der Zeit auch angepasst. Das geht bis hin zu einem Roland Neuwirth dann, nicht? Oder bis jetzt in die heutige Zeit, die Strottern zum Beispiel, oder auch die 16er-Burm. Vorher war Karl Hodiner in den 70er Jahren, der hat den Jazz das erste Mal eingebracht in die Wiener Musik. Hochinteressant das Ganze. Und schauen wir, wie die Entwicklung jetzt dann weitergeht eigentlich. Also so das traditionelle Wienerlied, wenn man sagt, so, das waren eigentlich Komponisten. Karl Lorenz, Johann Sioli, Wilhelm Wiesberg, Franz Paul Fiebrich, Rudolf Kronecker, das waren so diese speziellen. Dann. Später Karl Föderl vielleicht auch noch. Aber es entwickelt sich weiter und es ist interessant, dass jeder Komponist immer seiner Zeit entsprechend komponiert hat. Und auch die Textautoren sollte man nicht vergessen dabei. Aber über die gibt es einmal eine Extrasendung. Wenn wir zum Goldner Kranzl tanzen wir modernen Tanzl, das kennen die alten Leute, uns passt die neue Zeit. Da ist im siebten Himmel, tanzen wir den echten Schimmel, der ist, was ist, kein Pflanz.